Der Rhein. Mit seinen 185.000 Quadratkilometern trennt er zwei Länder, zwei Kulturen und zwei Völker. Geht man auf die eine Seite, spricht man eine romanische Sprache. Auf der anderen Seite hört man den Klang einer westgermanischen Sprache. Die Geschichte der Grenzregion Baden-Württemberg-Elsass ist geprägt vom ständigen Wechsel der Länder. Das Elsass war einige Male in deutschem Besitz gewesen. Und auch Freiburg wurde mehrere Male von den französischen Truppen eingenommen. Aber die Problematik des ständigen Wechsels spiegelt sich in Identitäts- und Angehörigkeitsproblemen wider. Durch die Kriege wurden Familien und Freunde gespaltet. Es entstanden verbotene Liebesgeschichten und Kinder, die ihre Eltern nicht kennenlernen durften. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Elsass dann endgültig französisch. Und es entstanden Annäherungsversuche zwischen den beiden Ländern. Der Traité d'Élysée oder auch Élysée-Vertrag manifestiert den Höhepunkt dieser Annäherungsversuche. Um diese deutsch-französische Geschichte besser zu verstehen, tauchen wir nun in die Vergangenheit von Freiburg ein. Wir begeben uns auf eine kleine Zeitreise und beginnen im 17. Jahrhundert. Im Osten Freiburgs befindet sich ein prächtiges Gebäude, von dem man denken könnte, es handelt sich um ein altes Schloss. Die Sprache ist vom Lycée Turenne. Heutzutage ist das Lycée Turenne ein Schulgebäude im Stadtteil Viere der Stadt Freiburg. Es befindet sich in der Schützenallee und ist mit seinem markanten Turm stadtbildprägend für die Obervire. Dieses Gebäude wurde zwischen 1905 und 1907 im Stil der Neorenaissance als Lehrerseminar errichtet. 26 Jahre später wurde das Seminar geschlossen. Im Verlauf der 1930er Jahre wurde das Gebäude von verschiedenen Organisationen der NSDAP genutzt. Ab 1939 war es Reichsgendarmerie-Schule. Die Frage, die sich hier nun stellt, ist, warum trägt dieses Lycée einen französischen Namen? 1644 wurde Freiburg zum Schauplatz einer blutigen Schlacht im Dreißigjährigen Krieg. Es handelt sich dabei um eine Reihe von bewaffneten Konflikten, die Europa vom 23. Mai 1618 bis zum 15. Mai 1648 auseinanderrissen. Die Schlacht von Freiburg fand unter anderem am 3., 5. und 10. August 1644 statt. Es gelang den Deutschen mit der Hilfe der kaiserlichen und bayerischen Koalitionstruppen, die Stadt am 29. Juli 1644 von den Franzosen zurückzuerobern. Diese versuchten jedoch einige Male, die Stadt wieder einzunehmen, waren bei ihren Unternehmungen jedoch gescheitert. Eine wichtige Rolle in dieser Schlacht spielt unter anderem der General Turenne. Hier treffen wir nun zum ersten Mal auf den Namen, der das Freiburger Gebäude noch immer schmückt. Er war ein französischer Edelmann und ein bekannter Soldat. 1643 war er Marschall von Frankreich und 1660 Generalmarschall der Lager und Armeen des Königs. Er war einer der besten Generale Ludwigs des 13. und später Ludwigs des 14. Als hochbegabter Stratege blieb er ein unbeschrittener Meister der Kriegskunst. Turennes Ruf eilte ihm voraus und auch im Dreißigjährigen Krieg ist er nicht wegzudenken. Die Schlacht von Freiburg endet mit den meisten Opfern des Dreißigjährigen Kriegs, doch die Schätzungen variieren je nach Quelle. Bleiben wir nun im 17. Jahrhundert, aber bewegen uns weiter Richtung Stadtzentrum, treffen wir in der Kreuzung Rosastraße, Kolombistraße auf Mauern, die auf eine Stadtmauer oder eine Befestigungsanlage hinweisen könnten. Der Dreißigjährige Krieg hinterließ Spuren in Freiburg, vor allem in der Bevölkerungsanzahl, die sich von rund 15.000 auf knapp 3.000 reduzierte. Gründe dafür waren unter anderem Belagerungen und Seuchen. 1677 von den Franzosen erobert,
begann der Militärarchitekt des Sonnenkönigs Sébastien Vauban den Bau einer sternförmigen Festung mit Bastionen, Kurtinen und Gräben, darunter auch die Bastion Saint-Louis. Zusammen mit den benachbarten Festungen Saint-Thérèse und du Dauphin soll sie die Westseite der Stadt hin stärken. Die Franzosen hatten vor, länger hier in Freiburg zu bleiben. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass die Festung bis zum Schlossberg geplant war und auch durchgesetzt wurde. Sébastien Vauban war französischer General, Festungsbaumeister Ludwigs XIV. Und Marschall von Frankreich. Er konnte bereits in jungen Jahren Erfahrungen im Festungsbau sammeln und ist unter anderem sehr bekannt für seine sternförmigen Festungsbauten, die sich noch heute in Neuf-Brisach im Elsass finden lassen. In seinen 56 Dienstjahren hat Vauban schon zu Lebzeiten den Ehrentitel Ingénieur de France belegt, 33 neue Festungen geplant, für 160 Plätze über 400 Projekte geliefert und unzählig bestehende Festungsanlagen modernisiert. Heute lässt sich nur noch die Form der ehemaligen französischen Befestigungen erkennen. Ein Stadttor und einige kleine Erhebungen an den Stellen der ehemaligen Bastionen. Das Colombier-Schlössle wurde auf dem Gelände der ehemaligen Bastion Saint-Louis, der Freiburger Stadtbefestigung, errichtet. Was aber ist eine Bastion? Ein kleiner Exkurs zum Thema Festungsbau. Eine Bastion, wie sie von Vauban mehrmals in der Freiburger Befestigungsanlage eingebaut wurde, wird auch Bollwerk oder im Oberdeutschen Bastei genannt. Es handelt sich um eine Anlage, die aus der Mauer der Befestigungsanlage hervorspringt und der Verteidigung dient. Sie ersetzen die früheren Feuertürme. Die Aufnahmen zeigen euch den Wassergraben und die Stadtmauer aus Neuf-Brisach im Elsass, die sehr gut erhalten wurden. Aber nicht nur die Stadt Freiburg wurde ins Visier genommen. Die Mauern zogen sich bis über den Schlossberg. Einen weiteren Überlebenden aus der Zeit von Vauban finden wir 7 Gehminuten weiter südlich im Sausalitos. Ob die Menschen, die sich gerade ihr Mittagessen dort schmecken lassen, wohl wissen, dass sie über das Tor ins Restaurant gelangt sind? Das Breisacher Tor ist das einzig erhaltene Bauwerk aus der Zeit der barocken Festungsanlage Freiburgs. Nachdem die Festungsmauer gesprengt wurde, blieb das Tor als repräsentative Einfahrt der Stadt übrig. Wusstet ihr, dass Marie Antoinette auf ihrer Brautfahrt durch Freiburg reiste und bei dieser Fahrt durch das Tor fuhr? Das Breisacher Tor steht in der heutigen Rempartstraße. Falls ihr es noch nicht schon am Klang des Wortes erkannt habt, das Wort Rempart oder Rempart kommt aus dem Französischen. Es bedeutet so viel wie Schutzwall oder Stadtmauer. Solltet ihr also das nächste Mal in der Mensa der Rempartstraße essen, habt ihr schon ein spannendes Thema für die Diskussionen am Esstisch. Der wohl bekannteste deutsch-französische Krieg ist der von 1870-71. Dieser Krieg ist nicht nur wichtig für die Geschichtsbücher, sondern auch für die beiden Gesellschaften auf den gegenüberliegenden Rheinseiten. Der deutsch-französische Krieg war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich einerseits und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens sowie den mit ihm verbundenen Staaten andererseits. Der Streit zwischen Frankreich und Preußen um die spanische Kronenkandidatur des Prinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen löste diesen Krieg aus. Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich Preußen den Krieg. Die wichtigsten Ereignisse des Krieges waren die deutsche Reichsgründung und das Ende des Zweiten Französischen Kaiserreichs. Aufgrund seiner Niederlage musste Frankreich die später als Reichsland Elsass-Lothringen bezeichneten Gebiete an das Deutsche Reich abtreten. In diesem Krieg gab es eine Schlacht in der Stadt Sedan. Neben der Universitätsbibliothek finden wir noch eine weitere Spur, die auf diese Schlacht hinweisen könnte.
Könnt ihr es sehen? Richtig, die Sedanstraße. Beginnt auf dem Platz der alten Synagoge, geht am Kino entlang bis hin zum Konzerthaus. Nun ein paar kleine Fakten zu dieser Schlacht. Die Schlacht von Sedan fand am 1. und am 2. September 1870 im Deutsch-Französischen Krieg statt. Ein wohl bekannteres Überbleibsel dieses Krieges finden wir aber am neuen Europaplatz. Es wurde viel diskutiert, debattiert und es ging so weit, dass der Vorschlag eines Abrisses im Raum stand. Das Siegesdenkmal. Das Siegesdenkmal in Freiburg im Breisgau ist ein Denkmal, das an den Sieg Deutschlands im Deutsch-Französischen Krieg erinnern soll. Es wurde am nördlichen Rand der Altstadt vor der damaligen Karlskaserne errichtet und nach dem Zweiten Weltkrieg etwa 100 Meter in westliche Richtung verlegt. Im Zuge des Neubaus der Stadtbahnlinie Rottegring wurde es im Herbst 2017 fast auf seinen Originalplatz zurückverlegt. Das Siegesdenkmal steht heute unter Denkmalschutz. Mit Siegesdenkmal assoziiert die Bevölkerung Freiburgs auch den Verkehrsknoten und die Straßenbahn- und Bushaltestellen, die dort bis zum Fahrplanwechsel im Frühjahr 2019 diesen Namen trugen. Traditionell steht in der Advents- und Weihnachtszeit hier der größte Weihnachtsbaum der Stadt. Einen kleinen Zeitsprung gefällig? Kehren wir nun zurück zu einem alten Bekannten, Vauban. Über den Militärarchitekten Vauban haben wir bereits erfahren, dass er im 17. Jahrhundert die Festungsanlage Freiburgs gebaut hatte. Die FreiburgerInnen unter euch wissen aber sicherlich, dass es auch ein Wohnviertel gibt, welches nach dem französischen Architekten benannt wurde. Bis 1937 war das Areal am Eingang zum Hexental im südlichen Freiburger Vorort weitgehend unbebaut. Mit der Niederlage des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde das Areal, welches heute das Wohnquartier bildet, von der französischen Besatzungsmacht übernommen und nach dem berühmten französischen Festungsbaumeister in Vauban-Kaserne umbenannt. 1992 war die Besatzungszeit vorbei und der Freiburger Stadtrat beschloss, hier einen neuen Stadtteil zu errichten. Aber nicht nur in diesem Viertel finden wir Überreste der Besatzungszeit. Schließen wir nun den Kreis unserer kleinen Stadtführung durch Freiburg und kehren zurück zum Anfang, dem Lycée Turenne. Ab 1954 diente das Gebäude dann als Lycée für Kinder der französischen Besatzungstruppen, die bis dahin in anderen beschlagnahmten Schulgebäuden der Stadt unterrichtet worden waren. Ab 1992, nach dem Abzug der französischen Truppen, ging das Gebäude, das ursprünglich dem Land Baden gehört hatte, in Besitz der Stadt Freiburg über, die einen Teil nach Sanierung wieder für schulische Zwecke nutzt. Durch den Zweiten Weltkrieg verändert sich jede Menge. Deutsche und Franzose wurden gezwungenermaßen näher zusammengerückt und es kam dadurch zu vielen Annäherungen zwischen den beiden Kulturen. Nach dem Sieg der Alliierten und der Niederlage Deutschlands wurde der Oberrhein und unter anderem Freiburg zur französischen Besatzungszone. Familien mussten französische Bürger zu sich aufnehmen und es entstanden Freundschaften, die ein Leben lang hielten. Man könnte meinen, in den Grenzregionen gäbe es keinen Unterschied in den Ländern, da uns ja nur ein Fluss voneinander trennt. Wenn man sich da aber einmal nicht täuscht. Denn obwohl man meinen könnte, die Geschichte habe dazu beigetragen, dass wir immer mehr zusammenwachsen, gibt es doch einige Unterschiede, die keine Zeit je aufheben könnte. Wenn ihr also das nächste Mal in Freiburg unterwegs seid, macht die Augen auf und schaut doch einmal selbst, ob ihr noch mehr Spuren von unseren Nachbarn entdecken könnt.